Wir sind halt am Maifels und ich bin gerade meine erste 8A geklettert, die Waterworld. Hier im Altmühltal gibt es halt so ein paar 8As und ich habe halt immer gehört, dass das dieser Bouldrig ist, dass die einen Einstiegsboulder hat und dann nochmal einen Schüttler und nochmal einen Boulder. Und das hat sich für mich halt immer attraktiv angehört, weil ich schon eher so die, also ich Boulder mag ich schon sehr gern und das ist auch meine Stärke. Und dann habe ich gedacht, wird sich die vielleicht gut anbieten. Aber ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig für dieses Jahr vorgenommen und das hat sich jetzt so spontan ergeben, weil vor, wann war es denn so, für 3 Wochen ungefähr, genau, habe ich mit der Nati überlegt, ach, gehen wir doch mal her. Und ja, so bin ich jetzt da dieses Jahr noch dazugekommen. Ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil diese Tour, wie der Name schon sagt, hat zwei so essentielle Griffe, die anscheinend oft nass sind. Und die waren aber einfach nicht nass. Jedes Mal, wenn wir da waren, waren die trocken oder die ganze Tour war halt einfach trocken. Ah, egal, ob es ein Doktor vor geschüttet hat. Also es war super spannend. Und von dem her haben wir, also bin ich halt jetzt einfach einmal in der Woche herkommen oder vielleicht sogar zweimal in der Woche und habe jedes Mal einen Fortschritt gemacht. Die Tour besteht aus meiner Sicht eben aus einem ersten Boulder mit zwei ziemlich weiten Zügen. Genau. Den ersten Zug habe ich anfangs mit einem Sprung gelöst und habe es dann aber immer mal geschafft, dass mein Fuß zufällig stehen geblieben ist. Genau. Und der zweite Zug, genau, war ganz cool, weil es so die Nati hat so eine Heelhook-Lösung gefunden, die ziemlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob es unbedingt kraftsparend ist, aber für uns gut passt hat. Links, genau, ist ja dieses Mono. Und dann wirklich so voll konzentrieren und alles geben und dahin. Und da war dann tatsächlich oft dieses Ding, dass ich bis hierher gekommen bin und ich habe es nicht mehr geschafft, hier reinzukommen. Und habe da eben rausgefunden, okay, jetzt einmal das Hand, also den Unterarm an die Wand zu drücken und wirklich bewusst zu sagen, okay, Schulter runter und dann konnte ich weiterklettern. Dann muss man an ein bisschen offeneren Griffen weiterklettern, da drüber bleiben und dann kann man cool in den Kniebar kommen und da ist echt cool, weil da kannst du runterkommen. Also ist sogar No-Hand, Kniebar. Genau, also hier hat man, wie man sieht, einen Knieklemmer, wo man die Hände rausziehen kann. Genau. Und nochmal chalken. Und für mich war das schon nochmal wichtig, weil ich so einen Eindruck hatte, die Füße fangen zu pumpen an, ab und zu den mal rauszunehmen. Und dann kann man da so ganz cool schütteln. Man hat hier einen guten Untergriff und hier mit rechts und links so eine gute Tasche. Genau, und den immer wieder reinzubringen. Und das habe ich halt dann so im Wechsel gemacht, bis ich wieder gut erholt war. Und dann kommt noch so ein richtig cooler Boulder, nochmal mit einem weiten Zug. Bei dem, finde ich, war es oft einfach so dieses, den zu treffen und den, ja, irgendwann, als die Bewegung so drin war, hat es auch immer geklappt. Und tatsächlich bei dem Zug war für mich voll wichtig, trotzdem glauben, dass man da reinkommt. Einfach dann tatsächlich schon nochmal, wenn man den hat, auch nochmal ein bisschen einen weiteren Zug zu machen. Also es sind echt so, sagen wir mal, gefühlt 4 weite Züge insgesamt, was so die Herausforderung ist. Und dann geht es echt nochmal ganz, ganz okay raus. Und man kann echt cool dann auch nochmal schütteln und sie sammeln. Und ja. Ja, der Tag vom Aufstehen weg, um 6:30 bin ich senkrecht im Bett gestanden. Weil ich gewusst habe, dass ich halt hierher komme. Und ja, war, also es war echt ein bisschen anstrengend, weil so viel Adrenalin in mir war. Also so dieses, vielleicht kennt ihr das auch, so Vorfreude und so zu wissen, okay, alle Puzzleteile sind jetzt da, jetzt muss man es halt nur zusammensetzen. Aber ich habe mir jetzt nochmal so ein paar mentale Strategien zurechtgelegt und in der Früh dann meditiert und habe mich dann gut runterbringen können. Und ja, voll. Und was ziemlich cool war,
Die Katja dankbarerweise ist mit mir hierher, was mich auch total gefreut hat. Und die hat auch nochmal so gesagt, hey, diese Nervosität oder vielleicht auch so ein bisschen diese Angst, die setzt ja auch Energie frei. Und dann habe ich gedacht, stimmt, genau. Also das, dann habe ich die, ja. Und so habe ich dann mit dem ganz gut umgehen können. Passt so. Ja, ich war sehr nervös. Schon am Morgen. Und habe gesagt, heute steigt es durch. Ja, genau. Ja, ich war ultra nervös und habe immer gesagt, ich will dir Ruhe geben, aber ich kann nicht. Mal die nächste Echse und schüttel weiter. Ja. Okay. Schüttel hier nochmal. Okay. Ah.
Richtig gut. Ey, das ist echt, das war, also danke für deinen Support, echt. Das war so geil jetzt. Oh, aua, oh mein Gott. Oh. Ach, krass. Ja, unerwartet. Also ich hab's jetzt echt nicht mehr. Aber es war wahrscheinlich genau wieder das Richtige. Das ist nicht zu erwarten. Kurz hätte ich mir gedacht, oh nein, wenn jetzt ein Knoten kommt und ich habe versucht, ruhig zu bleiben beim Sichern. Aber ja, es hat alles funktioniert. An mir ist nicht gescheitert und Lea Lies hat es einfach durchgezogen. Genau. Und oben war es auch nochmal spannend, als sie den Umlenker geklippt hat. Ich habe sie nicht mehr gesehen und genau. Ich habe einfach gewartet, wann der Jubelschrei kommt. Aber ja, genau, das hat dann ein bisschen gedauert. Ja. Also auf jeden Fall mega stark. Ich finde, nach so einem Durchstieg ist einfach so viel Energie da. Ja, und voll. Ja, genau. Das war einfach richtig cool und also mega verdient einfach. Danke. Voll. Ja, für mich war das eigentlich cool. Ich habe mich so gefreut, weil die Kathi einfach so ein unglaublich positiver Mensch ist. Und dieses eben mit aufgeregt sein. Also ich habe so den Eindruck gehabt, sie ist halt so empathisch voll dabei, dass mir das so viel Energie gegeben hat, dass sie so geil klettern habe können. Das wollte ich jetzt einfach nur mal sagen. Also wirklich so, schaut, mit wem ihr klettern geht und sucht euch eure Kletterpartner aus, dass die gute Vibes haben. Das ist voll wichtig. War ein perfekter Klettertag. Ja, okay. Prost!